Ein Hauch von Sommerluft weht derzeit in Spanien. 27 Grad im Schatten messen wir im Osten des Landes. Schönstes Frühlingswetter auch auf Mallorca. Für viele ist das jetzt die schönste Jahreszeit auf der Insel, denn jetzt Anfang Februar ist alles saftig grün und viele der hier 7 Millionen Mandelbäume stehen in Vollblüte. Stahlblauer Himmel und Sonne satt bei über 20 Grad. Für manche Touristen bereits das ideale Badewetter. Super, also das Wetter ist einfach toll. Ja, also für das, dass es Februar ist, ich meine, in Deutschland ist es ja auch relativ mild, aber trotzdem der Unterschied sieht man ein bisschen mehr. Spanien, wunderschön, auch gerade eben noch so für 10, 15 Minuten im Wasser gewesen. Man kann es aushalten und einfach perfekt, doch. Im Osten der Insel feiert man ganz traditionell das Mandelblütenfest. Viele süße Leckereien und der Duft von Frühling ist allgegenwärtig. Mandelblütenfest ist jeden ersten Sonntag im Februar. Ja, Wetter heute ein Traum. Ja, also das Wetter war definitiv ein Grund, dass wir hierher ausgewandert sind. Also eines der Hauptgründe, ich meine, wir haben Februar und ich laufe hier kurzärmlich rum. Ne? Also definitiv. Und keine Lust mehr auf Schneeschippen oder auf Rauch oder auf alles ist so trist. Finde ich super, deswegen bin ich am Wochenende kurz nach Mallorca gekommen. Jetzt ist die beste Zeit für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Wandern, Fahrradfahren oder einfach in der Sonne sitzen. Es ist angenehm warm, nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Aus Mallorca, ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online.